So, hallo. Das wird jetzt also das Video zu meinem Bike da hinten. Aus dem einfachen Grund, dass ich es jetzt seit ziemlich exakt 6 Jahren habe. Um genau zu sein, 6 Jahre und 2,5 Wochen ungefähr. Also seit März 2017. Das ist auch ein 2017er Modell. Das Giant Explorer E 2017. Das fahre ich jetzt seit 6 Jahren, wie gesagt. Gehen mal rüber vielleicht. Ich kann euch nämlich auch direkt mal die passende Angabe dazu machen. Die ist natürlich ausgeschaltet. Habe ich ja vorhin auch schon gefilmt. Da hätten wir 6048 Kilometer. Da muss man jetzt gedanklich eine 1 vormachen. Dann sind wir bei 16.000 Kilometer in 6 Jahren. Ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen was über dieses Rad zu erzählen. Also eigentlich gibt es gar nicht wirklich viel zu sagen, weil ich bin nach wie vor total zufrieden. Es ist auch nichts Wesentliches defekt gewesen in diesen 6 Jahren. Das Einzige, was kaputt gegangen ist, ist einmal im hinteren Schutzblech. Da war eine integrierte Lichtleitung. Die hat da unten, ist unten wegkorrodiert, unten die Anschlüsse. Oder vielleicht auch oben, man weiß nicht so genau, eher unten. Da habe ich jetzt hier erkennen. Da ein externes Kabel gezogen. Das kommt hier hinten raus. Funktioniert seitdem wunderbar. Und das zweite, das vordere Schutzblech, ist auch letzten Sommer flöten gegangen. Das hat hier so eine Art Sollbruchstelle, genau da, wo die Aufhängung war. Das ist durchgebrochen. Das scheint so eine Schwäche von SKS zu sein. Jetzt habe ich hier wunderbares Neues hier seit vorletzter Fahrt. War auch so eine Story für sich, das zu montieren und überhaupt das zu bekommen. So, man hätte gedacht, dass man einzelne Bleche ohne Streben kaufen kann. Das war auch so eine witzige Sache. Aber das ist jetzt wunderbar. Da kommt schon wieder der Motorrad. Ne, das ist ein Quad. Ich mache mal eine kurze Pause. Lass eben was. Ja, das war jetzt ein Quad und ungefähr 6 Autos. Aber da drüben ist auch ein Lokal, da kommen vielleicht auch welche her. Also, dass das eine Anlegerstraße ist, ist ja echt ein Verkehr auf der Hauptstraße. Also, mal stehen geblieben. Thema Schutzbleche. Wie gesagt, beide, das hintere ist noch dran, aber das vordere hat sich komplett verabschiedet. Der hintere war der Lichtleiter-Defekt. Ansonsten war an diesem Bike eigentlich überhaupt gar nichts. Bis auf dieses Display-Problem, was ich schon mal angesprochen habe hier. Das Display, das ist ja bei 9999 Kilometern damals nicht auf 0 zurückgesprungen. Was heißt damals? Das war vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr. Deswegen habe ich ein komplett neues Austauschmodell bekommen, das dann wieder bei 0 gestartet hat. Bin mal gespannt, wenn jetzt demnächst hier, hier kann ich umschalten. Ne? Oder auch nicht. Auf jeden Fall, die Meilen sind bald voll mit 9999. Mal gucken, was dann passiert, ob es dann zurückspringt. Da kommt schon wieder eine ganze Gang von 2 Motorradfahrern. Also ob das Anleger sind, bezweifle ich auch mal stark. Aber mal schauen. Nie im Leben sind das Anlieger. Never. Nächstes Auto. Also ich sag's euch, man meint hier, man wäre hier am Ende der Welt, aber ein Verkehr hersteht, das ist unglaublich. Gut, also wie gesagt, Problem mit dem Display war, es ist auch bei 9000 bzw. 10.000 Kilometern nicht auf 0 zurückgesprungen, ließ sich nicht zurückstellen, Software-Update hat auch nicht funktioniert. Deswegen Austauschmodell. Ist jetzt bei 6.000. Mal gucken, was passiert, wenn es bei 10.000 ist. Oder wie gesagt, wenn ich 9.999 Meilen dann erreicht habe, demnächst, das ist nicht mehr lange. Ah, da kommt ein Fahrrad. Fahrrad ist okay. Fahrrad mag ich. Okay. Schnitt. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ja, es gibt eine Menge zu erzählen. Ich habe nämlich eine Menge verändert. Es fing schon damit an, als ich das Fahrrad abgeholt habe, da hatte ich schon die ersten 2 Teile bestellt. Da war es gerade noch gar nicht bei mir. Erste Veränderung, Sattel. Mit dem Original bin ich keinen Kilometer gefahren. Probefahrt abmontiert, der war wie ein Brett. Dann Flaschenhalter, war auch vor der ersten Fahrt schon dran. Rahmenschloss, auch ziemlich fix besorgt. Jetzt kommen aus 2 verschiedenen Richtungen Autos hier. Ich glaube, der Platz ist echt nicht gut. Ich muss mal wieder eine Pause machen, sorry. Gut.
Der eine hat sich noch nicht entschieden, wo er hinfahren möchte. Der andere ist weg. Wie gesagt, die ersten drei Modifikationen an dem Rad waren Sattel, Flaschenhalter, Rahmenschloss. Den Flaschenhalter, den habe ich dann mit meinem Adapter noch tiefer gesetzt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Adapter setzt das ganze Ding ein Stück tiefer, damit die Tasche oben noch drüber passt. Taschen. Nein, ich bin weder von Norco gesponsert, noch ist das hier eine Norco-Werbung, aber ich mag Norco-Taschen einfach. Hashtag keine Werbung. Das sind jetzt aktuell 6 davon am Rahmen oder am Rad. Ich habe aber auch noch die Seitentaschen hinten, links und rechts. Auch wenn ich bis jetzt meistens nur mit einer gleichzeitig gefahren bin. Das reicht dann echt vom Volumen her. Das ist die große hier. Die hatte ich auch ursprünglich eine Nummer kleiner, aber da ging nicht ganz so viel rein. Jetzt ist auch zum Beispiel die Jacke noch drin, jetzt in der Übergangszeit. 2 Flaschen zu trinken, passt da jetzt optimal rein. Was jetzt wo drin ist, da habe ich ja eh schon mal letztens auch schon wieder 2 oder 3 Jahre her ein Video zu gemacht, das kann ich mal verlinken. Glaubt oder glaubt's nicht. Aber da drüben kommt das nächste Auto. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier mitten auf der Hauptstraße. Dabei kann man hier sehen, hier ist wirklich sonst nichts. Mal ganz was Neues. Flugzeug. Oh, Fußgänger. Okay. Thema Taschen erledigt. Wie gesagt, gibt es ein eigenes Video zu. Verlinke ich da oder wo auch immer mal. Oder auch unten. Da könnt ihr dann rausfinden, was da so alles drin ist. Das hat sich momentan oder seitdem nicht wirklich viel verändert. Jetzt ist gerade, wie gesagt, die Jacke noch hinten drin. Aber es ist immer noch warm heute. Was ich natürlich geändert habe. Wie bei jedem Fahrrad, was man kauft, sollte man den Scheinwerfer austauschen, weil das Original war viel zu dunkel. Das kommt übrigens das nächste Auto. Dieses Video wird eine einzige Katastrophe, glaube ich. Da sind so viele Schnitte wegen Autos. Das ist übrigens ein Busch und Müller Kaio Premium. Wie auch immer die das aussprechen bei Busch und Müller. Auf jeden Fall hat er 80 Lux, der ist okay und das ist auch das Maximum, was mein System hier verträgt. Der Akku gibt nicht mehr Lichtspannung her oder das ganze System. Leider, sonst hätte ich den vielleicht auch ein bisschen heller, aber ist okay. Ich habe ja diese Zusatzscheinwerfer hier oben, diese hier, logischerweise nicht zugelassen, aber wenn kein Gegenverkehr kommt, also bei 400 Lumen, ist das auch nicht gut, wenn da einer entgegenkommt. Dann schalte ich die wieder aus. Das nächste Auto. Soll ich das rausschneiden oder wollte ich das gerne hören? Ja, ich spreche rein wie in so einem Reporter ein Mikrofon. Das wird echt Katastrophe, dieses Video, ey. Ich dachte, hier hätte man seine Ruhe hier oben. Okay, also hier hätten wir noch einen von Busch und Müller. Das Line Brex. Ne, ist das Line? Toplight Line Brex. Also das ist mit Bremslichtfunktion, Sensor gesteuert. Also reagiert, wenn das Rad langsamer wird, leuchtet es auf. Wenn es stark verzögert, fängt es an zu blinken. Da es eine Zulassung hat, gehe ich mal davon aus, dass das alles so legal ist. Ist aber nicht schön, das Licht, also das designmäßig. Deswegen kommt bei dann das Nachfolgemodell bzw. alternative Modell demnächst dran. Das ist nur noch nicht lieferbar. Das ist so neu, das gibt es noch nicht. Aber das sieht dann designmäßig richtig gut aus und das hier kommt offen an irgendein anderes Rad. Das werde ich sozusagen weiterreichen. Ja, ansonsten. Lichtausstattung wieder mit, nein, noch nicht ganz. Abgesehen hier von diesen Clipsen hier an jeder Speiche, die sind im Dunkeln echt top. Zoom! Sag mir das doch, warum sagt mir das keiner? Hier hätten wir noch kleine illegale Spielerei. Hier, Blinker rechts, Blinker links. Sag mal, wird das hier ein Fahrrad-Review oder wird das ein Comedy-Programm? So langsam könnte man glauben, ich hätte die Autos alle bestellt, oder? Also, wie gesagt, hier, Blinker. Fahrradblinker sind an einspurigen Fahrrädern, wo kein Aufbau dran ist, der die Handzeichen verdecken kann, in Deutschland natürlich nicht zugelassen.
wie alles, was innovativ ist. Ist mir aber völlig egal, weil diese Dinger sind im Dunkeln Gold wert. Also wenn ich im Dunkeln irgendwo meine Hand raushalte, das sieht kein Schwein, dann gibt es auch noch Stellen, da kann man gar nicht mit einer Hand vom Lenker nehmen, weil man sonst vom Salto schlägt. Erstens kann man mit einer Hand nicht genug bremsen, wenn es bergab geht. Zweitens ist die Straße dermaßen schlecht, dass man das Rad nicht unter Kontrolle hat. Also Blinker kann ich empfehlen. Die, welche sind das jetzt nochmal gleich? Von Cycle hier, die Winglights. Kommen leider aus England. Das muss man mit dem Brexit mal ein bisschen gucken, aber man kriegt die auf jeden Fall trotzdem noch. Sind nur leider sehr teuer geworden, seitdem die eingeführt wurden. Die sind jedes Jahr teurer geworden. Aber sind es auch wert. Ich würde nur nicht unbedingt die aufladbaren nehmen mit USB, weil die halten nicht lange. Die haben so eine Dauerlichtfunktion mit vorne, hinten, rot, weiß. Und unnötig, kostet so viel Strom. Die hier mit den Knopfzellen, die halten bei mäßiger Benutzung locker ein halbes, dreiviertel Jahr mindestens. Soll ich euch sagen, was da gerade ankommt? Mal wieder? Ein Auto. Also dieses Lokal muss sehr gut sein, da sollte ich vielleicht auch mal hingehen. Da kommt nämlich schon wieder jemand. Wenn die alle aus dem Lokal kommen, dann muss ich da vielleicht auch mal essen gehen. Also noch einer. Nummer 3. Ich glaube, ich werde einfach Comedian oder sowas. Ich muss mich nur hier hinstellen und dann gucken, was alles so vorbeifährt. Das wird ein mega Programm. Gut. Machen wir weiter. Wir gucken, wenn das nächste Auto kommt, ne? Naja. Da ist es schon. Also ich war hier echt schon oft letztes Jahr jetzt. Und so viele Autos, wie ich jetzt in den letzten 10 Minuten hier gesehen habe, habe ich auf sämtliche Fahrten zusammen vorher nie getroffen. Also, muss an Ostern liegen. Irgendwie Osterverkehr oder so, keine Ahnung. Normalerweise ist hier kein Mensch hier oben. Also, ja, ein paar schon, aber nicht 20 Autos innerhalb von 10 Minuten. Die sehe ich normalerweise in einem Jahr nicht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Blinker Ach, scheiß drauf. So. Das Einzige, was hier noch im Cockpit erwähnenswert wäre, ist vielleicht die Uhr hier. Die ist ziemlich cool hier auf der Herdkappe. Nicht irritieren lassen, die zeigt nur Winterzeit an, also es ist jetzt eigentlich eine Stunde später. Hier hat man noch ein Thermometer. Der Sensor hängt irgendwo hier vorne, also schattig, aber auch windgeschützt. Meiner Ansicht nach zeigt das meistens so 2 Grad mehr an, als wirklich sind. Ja, das hier ist auch ganz lustig vielleicht. Sieht komisch aus, aber ist echt praktisch. Hier die Bear Ends, die eigentlich nach außen gehören, waren auch sehr, sehr lange außen. Aber dafür habe ich immer Probleme gehabt, weil der Lenker nach hinten gekrümmt ist und dann die Hörnchen immer ungefähr so standen. Also so nach außen. Und das war dermaßen unnatürliche Haltung. Das ging auf die Schultern. Und seitdem wir in der Mitte sind, greife ich gerade. Und das fällt sich super angenehm. Man kann die auch fertig kaufen. Also die hier sind natürlich eigentlich für außen gedacht. Es gibt auch welche, die schon für innen gedacht sind. Die sind aber dann nur so lang und die waren mir jetzt zu kurz und unbequem. Die haben gedrückt und so. Die gingen gar nicht. Aber die hier, die langen, die sind top. Ja. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich echt nicht wirklich viel zu diesem Fahrrad zu sagen. Pedalen sind natürlich auch nicht original, das ist klar. Da sind keine Plattformpedalen mitgeliefert worden. Diese hier, die sind auch ganz schön gut angeschlagen hier. Also, die sind echt schon sehr, sehr abgemackt. Aber die zu tauschen macht ja auch gar keinen Sinn, weil die sehen sofort wieder so aus. Das ist auch irritierend hier, dass dieser Freilauf hier, dass die mit einem Mordstempo nach hinten sich drehen, hier, wenn man die anstößt. Naja, egal. So. Wie gesagt, also ich fahre das Ding jetzt seit 6 Jahren und 16.000 Kilometern. Hab einiges umgebaut, klar. Aber im Kern ist ja das Gleiche. Wartungspunkte. Ich habe jetzt, man kann es gar nicht sagen, vorne die erste Bremsscheibe getauscht. Vor 2 Wochen. Die erste war 16.000 Kilometer drauf und hatte ungefähr 0,4 mm Untermaß. Nicht so optimal, aber hat ja funktioniert. Hinten ist auch die zweite Scheibe drauf, die ist schon ein bisschen länger, aber auch nicht viel länger drauf.
Kette müsste jetzt die, ich glaube, es ist die vierte Kette. Oder die dritte noch? Nee, es ist die, müsste die vierte. Die erste habe ich sehr früh getauscht, war zu früh, war nicht nötig gewesen. Oh, diese Brille, die ist doch, es ist eh zu spät, die Brille abzunehmen. Also hier die KMC EPT E10 Kette, die läuft wirklich 5000 Kilometer, kann man die easy fahren, Minimum. Also die ist super. Aber nur meine Kassette ist jetzt hinten ziemlich tot, nach 16.000 Kilometern. Also die Schaltung ist total ruppig und lässt sich auch nicht mehr richtig sauber einschalten. Die ist ja jetzt komplett gereinigt jetzt mal, irgendwie richtig sauber gemacht, aber schaltet trotzdem nicht mehr richtig sauber. Aber ich habe schon eine neue. Ratet mal. Ich sag nur, fängt mit A an. Tja. Ich sag ja, hier ist ein Verkehr, das glaubst du gar nicht. Gut. Wie gesagt, hier die Kassette, die ist jetzt frisch gereinigt, aber die ist runter, also die ist abgenutzt, da muss die neue drauf. Ich will sie jetzt nur noch nicht jetzt tauschen, weil die Kette relativ neu ist und die ist sehr teuer. Die habe ich zwar auch schon neu da, aber solange die noch gut ist, die alte, will ich sie echt nicht tauschen. Dann lieber mit der achteligen Schaltung weiterfahren, da habe ich mich dran gewöhnt. Und wenn die Kette runter ist, dann wird beides zusammen ausgetauscht. Wie gesagt, Bremsscheibe hinten ist relativ neu, ein paar hundert Kilometer. Und die vordere, die ist jetzt die zweite Fahrt mit der neuen Scheibe. Was auch gemacht worden ist, letztens, vor kurzem, die hintere Narbe aufgemacht, nachgefettet. Auf einer Seite die Kugeln getauscht, die waren abgenutzt. Läuft jetzt auch wieder. Der Motor ist ein bisschen laut in letzter Zeit, der müsste vielleicht auch mal aufgemacht und gefettet werden, aber das geht wahrscheinlich nur in der Werkstatt. Sonst müsste ich mich mal schlau machen. Was ich nach wie vor total feier hier an diesem Rad, ist natürlich hier das doppelte Kettenblatt. Dadurch habe ich jetzt hier 20 Gänge mit vorne 48, 36 und hinten 11 bis 36. Da kommt man so ziemlich überall mit lang. Das ist dann noch zu verschmerzen, dass es nur drei Unterstützungsstufen gibt. Im neuen Modell gibt es ja fünf. Ein Auto. Wer hat's gedacht? Nee, Spaß. Hier gibt es natürlich keine Werbung. Es waren übrigens drei Autos. Ich glaube, es waren jetzt schon 30 in der letzten Viertelstunde. Das vierte kommt auch um die Ecke. Ey, sag mal, ist hier irgendwo ein Nest? Wo fahren die dann alle hin? Nochmal zwei. Ich sollte vielleicht eine Strichliste führen oder sowas. Naja, mich hier auf diese Bank setzen und Verkehrszähler werden oder sowas. Kannst du mir euch erzählen, dass das wirklich alles Anlieger sind, die hier durch diese Straße fahren? Naja, ist mir auch egal. Ich war jetzt eigentlich sowieso so weit durch, also gibt echt nicht viel zu erzählen dafür, dass das jetzt dieses große 6 Jahre 16.000 Kilometer Besprechungs-Review-Dingens werden sollte. Aber das Ding ist einfach zuverlässig. Es fährt, läuft, hat wenig Wartungsaufwand, gut, die Bremsbeläge logischerweise, aber jetzt die neuen von Shimano, die halten tatsächlich länger als die Vorgänger, die S03 sind jetzt drauf, die organischen Beläge. Ich sag da nichts mehr zu, ne, zu dem Auto. Ich ignoriere die jetzt einfach. Wie gesagt, Bremsbeläge muss man natürlich regelmäßig tauschen. Bremsscheiben habe ich ewig gefahren. Sollte man sicher nicht tun, aber hat funktioniert. Kette hält auch sehr, sehr lange. Ansonsten ist da wirklich an Wartung nichts mehr zu machen. Also, ich würde dir gerne irgendwas noch sagen, aber es ist einfach. Fährt, macht Spaß, hat mit 80 Newtonmetern richtig Power, der Motor, auf Sportmodus, fahre ich selten, also meistens reicht mir der die mittlere Stufe, sehr oft fahre ich auch nur Eco, Reichweiten-Thema ist auch so ein Ding logischerweise, also meine längste Tour mit dem Rad waren 150 Kilometer in dem Dreh rum, habe ich geschafft mit dem Akkuladung, bin natürlich im Sommer immer ein bisschen mehr trainiert als im Winter brauche ich immer ein bisschen mehr Strom, fährt man halt einfach weniger. Es ist auch kalt, es macht dem Akku nicht so viel, aber merkst vielleicht doch einen Hauch. Im Sommer kann man da also 120 Kilometer easy rausholen, 150 Kilometer, wenn man viel spart, viel selber strampelt, geht auch. Kann man aber auch gut fahren, dadurch das doppelte Kettenblatt. Kann man das Rad in der Ebene sowieso problemlos fahren. Der Motor hat auch kein Getriebe wie der Bosch, also das heißt, der hat keinen Widerstand beim Treten.
Außer jetzt so langsam ist er, muss er mal nachgefettet werden. Aber ja, sonst fährt sich das auch ohne ausgeschalteten Motor, fährt sich super entspannt. Wie gesagt, man kommt sehr weit damit. Was mir gerade noch einfällt, ich habe auch die Reifen gewechselt. Also ich hatte bei knapp 1000 Kilometern, da war ein Original Schwalbe drauf. Der Smart 7, der hatte bei knapp 1000, hatte ich hinten einen Platten. Das war auch die Version ohne extra Pannenschutz, da habe ich dann direkt beide runtergeschmissen. Habe damals von Continental den Contact Plus auf vorne und hinten drauf gezogen. Die habe ich dann knapp 15.000 Kilometer gefahren. Dann habe ich den hinteren vor ein paar Wochen getauscht. Da ist jetzt wieder ein Contact Plus drauf. Und den vorderen habe ich nach 15.000 Kilometern auch vor 2 Wochen gewechselt. Das ist jetzt ein Contact Plus Travel. Der hat ein etwas anderes Profil. Das ist hier so... Also im Grunde genommen ist es ein Semi-Slick. Aber der hat halt diese Seitenstollen, weil ich immer ein bisschen in Matschprobleme hatte, dass der normale Contact Plus ein bisschen weggerutscht ist in Schlamm. Und ich hoffe, mit den Seitenstollen, beziehungsweise hat sich schon beim letzten Hochwasser bewährt, hat er ein bisschen Halt. Witzigerweise sind es beide 47er Reifen, also 47 mm Breite. Und der vordere sieht viel schmaler aus als der hintere. Also ist das, durch das Profil wirkt er einfach schmaler. Der vordere war viel massiver früher, als ich noch das andere drauf hatte. Kann man hinten so ein bisschen erahnen. Also da kann man ja sehen, sieht man auch schon, dass das Profil anders ist und es wirkt auch einfach massiver irgendwie, breiter. Obwohl beides eine 47 mm Breite hat. Naja, das war jetzt noch die Thema Reifen. Also man sieht, ich habe schon eine Menge irgendwie modifiziert und angepasst. Aber im Großen und Ganzen, also wie gesagt, kann mich ja nicht darüber beklagen. Also es funktioniert, läuft. Gut, ich habe mal die Lenkergriffe mal hin und wieder getauscht, wenn die abgenudelt waren. Also wenn da mal 10.000 Kilometer mit den Griffen gefahren ist, dann sieht die dann irgendwie an Ort nicht mehr gut und härten aus und drücken. Und aber ansonsten ist das alles top. Also kann mich bis jetzt nicht beklagen. Ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Bin gespannt, was dann in 4.000 Kilometern passiert, wenn das Display wieder voll ist. Ob ich dann ein drittes brauche oder ob das auf die Meilen geprogrammiert ist, ob es dann bei 10.000 Meilen zurückspringt oder zurückstellen sich lässt oder das werden wir alles sehen. Aber ansonsten muss ich nochmal schlau machen in Sachen Motor, ob dann den irgendwie nachfetten kann ein bisschen. Ansonsten alles top und ich sag mal so weit, so gut und freue mich auf die nächsten 16.000 Kilometer an diesem Fahrrad. Ich hoffe, es fällt so lange. Es macht nämlich Mordspaß damit zu fahren. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange,